Jahre 1608 landete der entdeckungsreisende Luis Torres auf der pazifischen Insel Tokabaru. Da war ein Stück dabei, das ich nicht anrühren durfte. Er notierte, die Einwohner wären außergewöhnlich wohlgestaltet und selbst die Ältesten schienen jugendlich. Sagte ich nicht, er kommt zu uns? Willst du mir mein Leben verpfuschen oder mich vielleicht ruinieren? Torres wurde Zeuge seltsamer Rituale, in denen die kultische Verehrung einer Hundegöttin im Vordergrund stand. Meine Wohnung. Heute Morgen, dein Miststück von Freundin hat ihn geklaut. Während der Zeremonien tranken die Ureinwohner ein Getränk, das aus grünen Seeanemonen hergestellt wurde. Siehst du es denn nicht? Sie sind tot, alle tot. Sie glaubten, die Flüssigkeit berge das Geheimnis der ewigen Jugend und der Hund hätte magische Kräfte. Ich habe ihn für dich genommen. Du hast ihn gestohlen, für mich? Viele Eindringlinge haben nach der Hundestatue gesucht, doch sie blieb verschwunden. Sie fürchten, dass die anderen Mitglieder von dem Toten erfahren. Ebenso wie das Rezept des Anemonentrunks. Hast du vergessen, dass du dafür 1000 Dollar kriegst? Manche sagen, dieser Kult würde bis zum heutigen Tage auf Tokabaru weiter bestehen. Was ist los? Zeigst du Nerven? Nein. Jetzt sag mir, wo sie ist.